Ja, dann herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz im Jahr 2022. Morgen ist der KSC beim SV Darmstadt 98 zu Gast. 250 Zuschauerinnen und Zuschauer sind dort zugelassen. KSC-Fans können den KSC leider nicht begleiten, sind nicht vor Ort. Dafür aber die Mannschaft von Christian Eichner, der direkt loslegen darf. Ja, wunderschönen guten Tag an alle, die ich noch nicht gesehen oder gesprochen habe. Noch ein gutes und gesundes neues Jahr, dass es so erfolgreich wie möglich für euch alle abläuft. Ja, wir werden natürlich morgen versuchen, erfolgreich ins neue Jahr zu starten. Dafür haben wir uns ja die letzten knapp 10, 12, 14 Tage, ich weiß gar nicht, wie viele Tage es am Ende jetzt genau waren, sehr, sehr gut vorbereiten können, hatten klasse Bedingungen im Trainingslager, hatten, glaube ich, im Voraus auch eine gesunde Mischung für die Jungs aus Erholung für Körper und auch für den Kopf, vor allen Dingen mal nach dem Jahr 21. Und dann aber auch eine gute Mischung dann nochmal aus ein bisschen vorbereitenden Läufen, bis dann die richtige, kürzere Vorbereitung dann auch begonnen hat. Und ja, sodass wir ja frohen Mutes nachher nach Darmstadt fahren. Dort fehlen werden weiterhin einige Jungs, Kyungrok Choi, Malik Batmaz, Sebastian Jung, Robin Bormuth und leider auch Leon Jensen. Zusätzlich gesperrt ist Tim Breithaupt. Bei Markus Kuster müssen wir noch abwarten, ob er auf der Bank Platz nehmen kann. Er hatte sich eine Erkältung eingefangen gestern, so dass das so ein Stück weit der Rahmen ist der Spieler, die nicht dabei sein können. Und ja, mit allen anderen werden wir jetzt nachher noch ein gutes Abschlusstraining hinlegen, dann eine nicht so weite Fahrt haben. Und dann freuen wir uns, dass es morgen wieder losgeht, beziehungsweise insgesamt eine sehr interessante Woche vor uns liegt.